Auf Streifenfahrt durch Köln-Ossendorf machen Fabian Schulz und Arne Schneider eine schreckliche Entdeckung. Eine junge Frau droht, aus einem Fenster zu stürzen. Hey, ruhig, 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 nicht runterspringen, nicht runterspringen. Halten Sie sich gut fest. Halten Sie sich fest. Wir kommen hoch, halten Sie sich gut fest. Was ist denn los? Geht's Ihnen gut? Das ist eine Spinne. Bleiben Sie, bleiben Sie da sitzen, wir kommen hoch, okay? Muss irgendwo am Ende sein. Ja. Ende vom Gang. Hier. Hallo? Hey, oh. Ist hier die junge Dame drin? Wo ist der Schlüssel zum Büro? Wo ist der Schlüssel? Hier liegt der Schlüssel. Ne? Können Sie mir bitte erklären, was das ist? Ja, ich kann es mir nicht erklären. Nein, nein, nein. Hallo. Okay, alles gut, wir sind da. Alles gut. Kommen Sie langsam runter. Halten Sie sich beim Kollegen fest. Genau. Einmal mit den Beinen hochspringen. Hops. Halten Sie sich fest. Springen Sie erstmal raus. Okay, genau, bringen Sie erstmal raus. Oh, das alles hier. Gut, alles hast gut. Gesehen? Alles gut. Hast du gesehen? Warte. Alles gut. Sie echt. Die bewegt sich. Hier, hast du gesehen? Das ist die Spinne hier, ne? Nein. Da hätte ich natürlich auch Angst vor. Okay. Lassen Sie die Dame fragen, sie. Okay. Gesichert ist sie ja. Okay, alles gut bei Ihnen? Ich ja? Mich nur furchtbar erschrocken. Haben Sie Angst vor Spinnen oder was? Total. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Total. Und kann ich verstehen. Da war letzte Woche schon eine in der Küche. Ja. Und da auch so eine große? Nein, die war nicht ganz so groß. Aber die war auch schon groß für mich. Weil ich habe wirklich Phobie und da geht gar nichts mehr bei mir. Sind die Spinnen denn normal im Haus? Nee, eigentlich haben wir hier nichts. Ich meine, die kommen ja auch nicht einfach so aus der Luft. Ich kann es mir auch nicht erklären. Wo kann die denn herkommen? Hat einer von Ihnen Spinnen hier? Oder? Nein, ich habe auch nichts mitbekommen. Ich weiß es nicht. Ihnen geht es erstmal gut, ja? Das ist erstmal das Wichtigste, okay. Sind Sie verletzt? Irgendwie gebissen worden? Oder? Okay, los. Ich habe einfach nur einen Schreck gekriegt und Panik. Ja, wie gesagt, ich habe so Angst davor von diesen scheiß Dingern. Vielleicht ich verstehe das einfach nicht, woher er kommt jetzt. Ja, okay, gut. Die klettert ja jetzt auch nicht draußen einfach so rum. Die muss ja irgendeiner mitgebracht haben. Gehe ich mal von aus, oder? Hat einer von Ihnen Spinnen? Ich kenne keinen, nee. Nicht. Die Praktikanten vielleicht? Gibt es irgendeinen Grund, dass der Praktikant mag der Spinnen? Nein, oder? Gottes Willen. Um die Sache jetzt erstmal für uns so ein bisschen zu ordnen. Sie arbeiten alle hier, ist das richtig, ja? Ja, also wir sind Praktikanten. Also ich arbeite nicht hier. Okay, Sie sind? Ich bin nur ein Kunde, zwecks Repräsentation von meinem neuen Produkt. Okay. Ich würde und so, aber das Theater, was hier gerade abläuft. Können Sie mir das bitte erklären? Was soll das? Gehen Sie vielleicht mal, machen Sie das, dass man mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Die Frage ist jetzt, Sie waren ja da eingeschlossen da drin. Haben Sie sich da eingeschlossen? Ich meine, wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden. Nicht? Also wurde das von außen? Offensichtlich. Ich wollte rein, weil ich ja den Kunden machen wollte. Ja. Und auf einmal ging die Tür zu. Ich habe nur Schlussklick haben. Sie betreuen den Kunden normalerweise? Ja, genau. Okay. Und dann stellt sich nur die Frage, wer sie eingeschlossen hat. Genau. Jetzt ist es komisch. Sie waren ja eben im Büro, ja? Mhm. Der Schlüssel lag ja auf seinem Tisch, ne? Ja, also zumindest auf dem ersten. Ich weiß nicht, ist aber das ihr? Ja, das ist Ole. Ole ist mein bester Praktikant, der ist super hilfsbereit. Das ist der Beste, den ich habe in meiner Firma. Also der würde mir sowas niemals antun, deswegen. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht, wie der Schlüssel dahin kommt. Also. Ja, Ole, bestimmt warst du das. Sitzen Sie im gleichen Büro? Ja, das ist unser Büro hier vorne. Okay. Sollte einer der Kollegen die Vogelspinne ins Büro geschmuggelt haben, muss es so etwas wie eine Transportbox für das Tier geben. Die Beamten nehmen sich die Taschen der Angestellten vor. Zu wem gehört der Rucksack hier? Ole. Okay, wollen Sie, Sie können ruhig mit reinkommen. Natürlich, ja, ist kein Problem. Ja. Während ich reinschaue. Ansonsten, hier ist noch eine Tasche, die gehört Ihnen wahrscheinlich, ne? Okay, jetzt Moment, wir können glaube ich schon abbrechen. Wenn ich mir das hier anschaue, das ist natürlich ein großer Schuhkarton. Dann ist das schon dazu geeignet, eine Spinne zu transportieren. Tina, hast du was damit zu tun? Jetzt mal im Ernst. Also, ich habe ihn ganz sicher nicht da reingetan. Nein, sonst, auf gar keinen Fall. Du weißt doch selber, die Chefs. Sonst hätte ich Ihnen doch nicht gesagt, dass Sie da reinschauen. Ja, und wie sollte ich das sein? Ole. Ole. Okay. Gut, also Sie sehen schon ein, dass es ein bisschen blöd ist jetzt, ne? Das stimmt. Dass ein Karton ist, der Schlüssel liegt hier. Hast du das? Also die Frage ist, wenn Sie jetzt sagen, ich war das nicht, wer sollte dann Ihnen das jetzt unterjubeln? Und also, in welchem Moment sollte das geschehen? Also ich verstehe, wenn Sie jetzt sagen, Sie wäre das, dann muss ich ein Motiv dazu haben. Ja, also wie bereits gesagt, ich bin hier, also meine Ideen in der Firma werden echt gut gefunden und das ist natürlich ein Stein im Weg. Ja, das ist doch lächerlich. Wir sind beide Praktikanten und es geht wirklich darum. Aber jetzt, ich will das mal ganz kurz. Ich will Ihnen nur mal ins Gedächtnis rufen, ja, wie krass das ist, was jetzt aus dieser Geschichte passiert ist. Ja, also Hand aufs Herz, ja, Sie machen das nicht besser, wenn Sie jetzt hier irgendjemand was vorlügen. Ja, also das machen wir ja auch nicht. Okay, aber also Sie beschuldigen sich gegenseitig. Wollen wir mal noch mal rausgehen in den Flur? Ich weiß nicht. Okay. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Platz. Da stehen wir nicht so blöd. Ja, kommen Sie mal mit.
Zur gleichen Zeit auf der Wache Köln-Mülheim. Nach einem schweren Raub auf ein Juweliergeschäft in Köln-Ehrenfeld muss Paul Richter die Identität des extrem schweigsamen Täters ermitteln. Kannst du mir die einmal für Asservate abgeben, bitte? Ja, klar, mach ich. Na, reichen. Ja, zur Situation kurz. Der junge Herr ist bei uns angeliefert worden aufgrund eines Raubes, und zwar ein bewaffneter Raub auf ein Juweliergeschäft, wurde dann von der hinzugerufenen Streife hierher verbracht. Will keine Angaben zur Person machen, ist für uns erstmal kein großes Problem. Wir wissen jetzt erstmal nicht, wer vor uns sitzt. Die Kollegin hat jetzt ein Auge auf ihn. Währenddessen gehen seine Daten Richtung IDF. Das heißt, sie werden gucken, ob irgendwelche Einträge, Fingerabdrücke, Ähnliches vorliegen. Da muss man sich nochmal fotografieren lassen und alles Weitere. Hallo. Hallo. Oh, was haben Sie denn gemacht? Ich mache mir ganz große Sorgen um meinen Bruder Niklas. Jetzt erstmal ganz ruhig. Sieht ganz schön, also brauchen Sie einen Arzt irgendwie? Nein. Jetzt kommen Sie erstmal runter, bitte. Um was geht's? Mein Bruder Niklas hat mich vor circa einer halben Stunde im Restaurant besucht, wo ich arbeite, und er wollte sich verabschieden, weil er sich angeblich auf eine längere Reise begibt. Okay, zur Vereinfachung der Situation gehen wir am besten erstmal ins Büro, ja? Kommen Sie mal mit. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Nehmen Sie Platz, bitte. So, jetzt nochmal ganz ruhig. Also, Sie brauchen keinen Arzt, haben Sie gesagt, ja? Nein. Wirklich nicht? Nein. Weil das sieht schon nicht so gut aus da oben, ne? Ja, es tut weh, aber es ist nicht weiter schlimm. Okay, gut. Wenn Sie das sagen, wenn irgendwas sein sollte, dann sagen Sie es frühzeitig, okay? Mach ich, danke. So, jetzt nochmal eins nach dem anderen. Um was geht's denn jetzt hier? Okay, also es geht um meinen Bruder Niklas. Ich mache mir ganz große Sorgen. Ich habe so Angst, dass er eine riesengroße Dummheit begeht, weil vor circa einer halben Stunde ist er ins Restaurant gekommen, wo ich arbeite, und er wollte sich verabschieden, weil er angeblich auf eine längere Reise geht. Aber ich habe ihm das nicht geglaubt, weil, nein, das kann nur eine Lüge sein. Auf jeden Fall ist er dann gegangen zum Auto und ich habe gesehen, wie er eine Schusswaffe aus dem Handschuhfach zieht und in seinen Hosenbund steckte. Ich bin sofort hinterher und... Okay, ganz kurz. Eine Schusswaffe haben Sie jetzt gerade gesagt. Sind Sie sich sicher, dass das auch eine Schusswaffe war? Ja. Weil das bedeutet jetzt einiges, ne? Also Schusswaffen sind bei uns, wenn es hier um Schusswaffen geht, da leuchten alle Alarmglocken und alles geht, ne? Also sind Sie sich sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Jonas Schmidt ist in höchster Alarmbereitschaft. Aus diesem Grund macht der Polizeikommissar nicht nur eine Abfrage beim Einwohnermeldeamt, sondern setzt den 25-Jährigen zur Fahndung aus. Es geht darum, dass wir eine Fahndung rausgeben müssen, und zwar schnellstmöglich. Okay. Da ist eine Schusswaffe im Spiel, da geht es um den Herrn Preetz. Der ist geboren am 15.04.1999. Die Schwester gibt an, dass er wohl mit einer Schusswaffe unterwegs ist, mit einem Auto unterwegs ist, und dass sie sich ganz große Sorgen macht, dass er irgendeine Dummheit begeht. Ja. Also wir müssen unbedingt nach diesem Niklas Preetz fahnden und am besten so schnell wie möglich. Klar, mache ich sofort, ja. Hier hast du die Hintergrundinformationen, die EMA-Abfrage, die habe ich auch gemacht. Ah ja, perfekt, okay. Einspruch. Paul. Schusswaffe, sagst du, mit dem Auto. Weißt du, was für ein Auto das war? Das konntest du mir jetzt gerade nicht sagen. Hast du ihn EMA gemacht? Ich habe ihn EMA gemacht, genau, richtig. Ich habe hier einen ohne Ausweis sitzen, der war eben in der Raubsache mit Schusswaffe drin. Okay. Kannst du mir hast du ihn immer noch offen? Ja, habe ich noch offen. Zeig mir die mal. Wollen wir mal gucken gehen? Ja. Weil er will keine Angaben machen. Und Fahrzeug habe ich Kennzeichen gehabt, aber gefälschtes Kennzeichen, keine Eintragung. Okay. Hast du auch den ich das, weiß, den Autotyp? Ich weiß, es geht um Ford, grauer Ford Kombi. Hier haben Sie das Fahrzeug gesehen? Ja, das war ein grauer Ford Kombi. War ein grauer Ford? Das ist ein Hier. Ja. Das ist der Preetz Niklas. Zurück. Hier, Preetz Niklas. Und das ist der gute Kandidat. Der sitzt bei mir. Und die Verletzung haben Sie von ihm oder was? Hat er Sie geschlagen oder? Nein, ich bin zur zum Auto gegangen und ich habe die Fahrertür aufgerissen und wollte wissen, was los ist, und ihn nicht gehen lassen. Und er hat die Tür daraufhin wieder zugeknallt und dann ist das. Also war ein Unfall, das war jetzt keine Gewalttat. Nein. Ja, dann können Sie gehen, können Sie aufstehen. Ja, das sieht schon übel aus. Dann gehen wir einmal in mein Büro. Ja, kommen Sie einmal mit. Nehmen Sie dann erstmal Platz, der Kundschaft. Kollege kommt gleich und kümmert sich dann um Sie. Ja. Kennen Sie junge Dame? Alina. Was machst du hier? Fahren Sie mal Platz, sitzen Sie mal Fesseln an. Es tut mir so leid, ich hab Scheiße gebaut. Setzen Sie sich bitte hin. Ja, eindeutig, oder, Paul? Ich bin dann draußen. Schaffst du das hier? Ich danke herzlich. Gut, okay. Kann sich die Dame direkt mal dazusetzen. Okay. So, nehmen Sie Platz. Warum
Blick. Warum ist ja, sieht das eigentlich aus wie Sau hier in dem Büro? Sieht das immer so aus bei Ihnen? Hat das auch irgendwas mit den... Jetzt sind Sie vielleicht mal gefragt. Sie waren ja gerade mit dem Kunden in dem Raum, ja? Hat das sieht es dann bei Ihnen immer so aus? Sieht das immer so aus, oder hat das auch mit irgendwelchen Diskrepanzen hier zu tun? Entschuldigung, mir wird das zu bunt hier. Bremse mal da. Ich möchte jetzt gerne meinen Termin wahrnehmen. Okay. Ich habe heute auch noch andere Termine. Alles gut. Sie sind ja zumindest ein Zeuge. Dann hätten wir gerne mal einen Ausweis von Ihnen gesehen, bevor Sie gehen. Von mir? Warum muss ich von mir einen Ausweis haben? Weil Sie ein Zeuge des ganzen Vorfalls waren. Und wenn wir rückfragen... Ich habe gar nichts gesehen. Wenn wir rückfragen, das entscheiden Sie. Sie waren hier oben, die Tür war verschlossen, ich stand vor der verschlossenen Tür und Sie wären theoretisch, würden auch als Täter in Frage kommen. Deswegen haben wir gerne einen Ausweis von Ihnen gesehen. Ich bin Kunde hier. Ja, das weiß ich aber nicht. Ja, und Sie sind Kunde jetzt von uns und Sie geben uns einen Ausweis. Sie geben uns einen Ausweis, dann holen wir uns den Ausweis. Ich gebe Ihnen meinen Ausweis, aber mit dieser Agentur möchte ich keine Geschäfte machen. Das ist ein, steht nicht in meinem Sinne. Das ist ein Polizeieinsatz hier, da muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Also wir, das habe ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt. Wir nehmen die Personalien auf. Ja. Überprüfen Sie und wenn alles in Ordnung ist, können Sie weitergehen. Und ob Sie dann mit der Agentur noch was zu tun haben oder nicht, das ist in Ihrem Sinne dann, ja? Nachdem die Beamten den ungeduldigen Kunden entlassen haben, stellt sich nicht nur die Frage nach der Herkunft der Spinne. Auch das verwüstete Büro lässt darauf schließen, dass in dieser Agentur etwas nicht stimmt. Tut mir jetzt leid, also nochmal zum Büro zurückzukommen, hat das irgendwas mit dem Fall jetzt auch zu tun? Ich habe auch nichts mitbekommen. Ich kann es mir echt nicht erklären. Ich weiß auch nicht, warum beim Ole der Schuhkarton mit den Löchern in der Tasche ist. Ja, die Frage war aber gerade, warum es erstmal in dem Büro so aussieht. Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Weiß ich nicht. Sie waren nur die ganze Zeit da drin, oder nicht? Ja, aber es sah vorher schon so aus, als ich da reinkam. Ach so, okay. Okay, also Sie haben das jetzt hier nicht so hinterlassen. Also ich meine, das Fenster ist zwar auf, ich weiß nicht, ob das hier das durcheinander gewirbelt hat, aber das sieht eher so aus, als hätte das einer jetzt durch die Gegend geschmissen. Ja, ich mache mal das Fenster zu, nicht, dass noch mehr passiert. Ach Mann, ey. Das ist scheiße. Also das ist aber Ihre Präsentation, ja? Die hier liegt, oder was sind das für Unterlagen? Nein, das sind die Informationen für den nächsten Kunden, der gekommen wäre. Aber alles von Ihnen? Alles von mir. Okay, gut. Ja, das sieht natürlich echt jetzt aus, als hätte das hier auch noch einer durchgeworfen. Also irgendwie harmoniert das hier in der Firma nicht so, habe ich das Gefühl. Milde ausgedrückt. Ja, das sind meine Unterlagen für den Kunden, den ich jetzt eigentlich machen sollte. Ja, ist doch gut, wenn Sie die zusammen haben in Ihrer Tasche. Aber das ist nicht meine Tasche. Das ist Janas Tasche. Ach so, das ist Ihre Tasche. Wie kommen jetzt die Unterlagen da rein? Wussten Sie im Vorfeld schon, dass Sie jetzt die Präsentation machen oder was? Kannst du mir das mal bitte erklären, was meine Sachen in deiner Tasche verloren haben? Gibt's da? Ja, ist meine Tasche. Ja. Aber wissen Sie, wie das denn ist in dieser Branche? Es ist verdammt schwer, überhaupt einen Kunden zu finden. Ich bin doch froh, wenn ich überhaupt mal einen Kunden habe, damit ich mir was aufbauen kann. Das ist doch voll der Konkurrenzkampf. Und mir das Ganze unterjubeln. Das habe ich jetzt auch so. Also nochmal für uns. Sie haben die Spinne hier reingebracht, ihm einen Karton untergejubelt, damit Sie den Kunden von ihr an sich reißen, um was damit zu machen? Ich wollte sie halt ausschalten. Ich wollte den Kunden nur für mich alleine, damit ich mir meine eigene Firma aufbauen kann. Sie haben aber selbst gesehen, wohin es geführt hat jetzt, ja? Ja. Gut. Und das letzte Mal waren Sie das auch? Den letzten Vorfall mit der Spinne. Nein, das war ich nicht. Die erste Panikattacke hat tatsächlich eine ganz normale Hausspinne ausgelöst. Dieser Vorfall hat die neidische Kollegin dann allerdings auf die Idee der miesen Mobbing-Attacke gebracht. Gut, wir hätten da mal einen Ausweis von Ihnen gesehen. Also ich bin erschrocken darüber, aus welchen Gründen man zu Taten greift oder zu Mitteln greift, um andere Leute da irgendwie auszustechen. Ja? Also ich kann schon verstehen, dass in großen Firmen ein gewisser Konkurrenzdruck herrscht, aber dass man zu solchen Mitteln greift und die dann auch oftmals zu solchen Geschichten führen, ja? Dafür habe ich kein Verständnis und bin da auch fassungslos. Personalien haben wir. Wir werden Sie auf jeden Fall vorladen aufs Revier. Ja, und wie gesagt, Sie müssten dann hier noch weiter klarkommen. Für uns die Spinne packen Sie ein wieder, ist sie von Ihnen? Ja, ich gut. Kümmere mich drum. Ja. Gut, dann sehen dann Sie zu, dass die wenigstens unversehrt nach Hause sehen Sie dazu. Okay. Die Angestellte muss sich wegen Körperverletzung und Diebstahl verantworten. Ihren Job hat sie nach dieser Aktion verloren. Währenddessen auf der Wache. Sehr viel Betrieb heute. Du hast die nächste Situation hier. Ja, die junge Dame wurde gerade von der Streife vorbeigebracht. Also sie hatte sich falsch ausgewiesen als eine Ellen van Uden. Und der Pass ist auch noch gefälscht. Also haben wir eine Straftat im Raum? Genau, ja. Okay, alles klar. Dann würde ich Sie bitten, mitzukommen. Und dann bereden wir alles Weitere gleich, ja? Kommen Sie mal mit, folgen mir. Mir ist jetzt nicht ganz klar, Ihre Schwester sagte, Sie sind beim Einsteigen oder beim Herausziehen ihrerseits aus dem Fahrzeug, haben Sie sich an der Tür dann verletzt, weil Sie die Tür wieder zugemacht haben. Die Fahrzeugtür, ist das richtig? Ja, richtig. Es tut mir
Tut mir leid. Ich glaube, ich muss was gestehen. Kommen Sie raus. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich wusste mir einfach nicht mehr weiterzuhelfen. Warum? Was ist denn los? Meine Freundin Ellen ist krebskrank und wird voraussichtlich sterben. Ich musste irgendwas tun. Was denn tun? Wir haben eine Therapie gefunden, ja, die sie heilen kann. Und ich musste irgendwie Geld auftreiben, um... Ja. Und haben sich gedacht, mach ich mal einen kleinen Raub und... Ja. Ich würde sowas niemals tun. Haben Sie davon Kenntnis gehabt? Das nein, war so. Ich wusste davon gar nichts. Ja, weil Sie sagten, Sie wären ans Auto. Und woher wussten... Ja, so, und haben sich gedacht, Sie besorgen sich eine Waffe und überfallen den nächsten Juweliergeschäft und damit verkaufen Sie dann den Schmuck und damit finanzieren Sie dann diese alternativen Therapiemethoden, oder was? Ich wusste mir einfach nicht mehr anders zu helfen. Das war die einzige Lösung. Ich muss es nur verstehen, weil ich es gleich schreiben muss. Sie haben den Straftatvorwurf, haben Sie gehört, ne? Sie sind jetzt erstmal beschuldigt im Strafverfahren, brauchen zu der Sache bei der Polizei nichts sagen. Ich denke, das wissen Sie auch. Ja. Das Einzige, Sie müssen die Wahrheit sagen, wenn Sie irgendwas sagen. Ja? Sie haben die Vorwürfe gehört. Wollen Sie sich dazu äußern, oder? Eigentlich nicht. Sie wollen sich nicht dazu äußern? Nö. Wie kommen Sie, was soll das denn sein für eine Geschichte mit dieser Therapie? Wie stellen Sie sich das vor? Was soll das denn kosten? Ich kann Ihnen das zeigen. Es ist nicht gelogen. Meine Freundin ist tatsächlich, ich kann Ihnen Bilder zeigen, ist im Rollstuhl. Wieso haben Sie überhaupt noch ein Handy in der Tasche? Egal, machen Sie mal auf. Und ich habe auch ein Spendenkonto eröffnet. Sie haben ein Spendenkonto für Ihre Freundin? Das kann ich Ihnen alles zeigen. Schauen Sie mal her. Hier sind die Bilder. Das ist Ihre Freundin? Ja. Darf ich hier weitermachen? Ja. Quasi schlafen, ja, Entschuldigung, ich wollte es auch nicht zu. Spendenkonto ist auf der Internetseite. Hier sind wir noch zusammen zu sehen. Ich musste irgendwas tun. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Knie in der Optik habe, aber die Dame kommt mir doch gerade bekannt vor. Wie lange ist sie denn schon krank? Sie hat mir es erst vor ein paar Tagen erzählt. Wir sind seit einem halben Jahr zusammen. Seit einem halben Jahr sind Sie zusammen? Ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein Missbrauch von Ausweispapieren? Sie wissen, es ist eine Straftat. Ja? Hör mal, Paul. Mal einen Blick auf deine Kundschaft. Schauen Sie mich ruhig mal an, nicht so schüchtern. Ein hübsches Gesicht. Hör mal, dir fällt gleich ein Stein aus dem Hosenbein. Der Räuber, der ja. Preetz, ja. Gibt an, da wird schon im Kopf geschüttelt, na, also schon richtig gehört. Er gibt an, dass er das aus Überzeugung gemacht hat, weil seine Lebensgefährtin schwer krank ist. Ich schwöre, das ist sie. Ehrlich? Aber lass mal die einmal bitte zusammenführen. Ich guck mal, ob der Konfi frei ist. Geh mal einmal in Konfi. Ja, dann kommen Sie doch mal mit. Ja? Muss das jetzt sein? Konfi frei, ja, das muss jetzt sein. Vielleicht haben wir dann bis zur Sachverhaltsaufklärung. Paul Richter vermutet, dass der leichtgläubige junge Mann auf eine schamlose Betrügerin hereingefallen ist. Im Konferenzraum folgt jetzt das böse Erwachen. So. Also. Elle! Kommen Sie mal. Na, was machst du denn hier? Ganz entspannt. Was ist hier los? Was hast du denn gedacht? Wie siehst du überhaupt aus? Und warum stehst du? Was hast du denn gedacht? Denkst du, ich mache das hier aus Spaß? Oder denkst du, ich will mit dir eine echte Beziehung oder so? Was? Wie was? Soll das ein schlechter Scherz sein? Oder ja, irgendwo was muss denn das hier los? Doch herkommen. Du hast mich die ganze Zeit verarscht? Natürlich. Denkst was? Du, ich lieb dich? Wie kann so ein Mensch sein? Wie kannst du mir das antun? Wie lange hat sie Ihnen das erzählt, dass sie krank ist, haben sie gesagt? Ich hab dich geliebt. Ich hätte alles für dich getan. Du hast mein ganzes Leben zerstört. Pass auf, sie war wegen was? Falsche Ausweispapiere oder was hat sie gesagt? Missbrauch von Ausweispapieren, genau. Richtig. Ich hatte sie auch schon belehrt, aber sie will nichts sagen. Hm? Ja. Also, ja. Ja, okay. Wir gehen einmal nochmal zurück in unser Vernehmungszimmer, wo wir gerade waren. Ne? Dann haben wir das einmal klar gehabt und jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Dennoch wird der junge Mann wegen schweren Raubes und Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Seine Ex-Freundin wegen Betruges.